Gut, Hallöchen, willkommen zu einem neuen bekannte Gitarren-Intros-Video. Heute zeige ich euch, wie man das Intro von Faith von George Michael spielt. Wir starten auf einem C-Dur-Akkord erst einmal. Und zwar ist das der erste Bund auf der H-Seite, der zweite Bund auf der D-Seite und der dritte Bund auf der A-Seite. Ja? Bitte nicht die tiefe E-Seite dabei spielen. So, Dreiergruppen ist das Zauberwort in diesem Fall. Warum? Weil das genau das Thema ist, was hier stattfindet. Dreiergruppen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Abschlag, Abschlag. Dadurch bekommt ihr diesen coolen Sound hin. Ja? Das Schwierige ist, eure Hand geht ganz normal in einem Viervierteltakt, in Achtelnoten gezählt, runter und hoch. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und so weiter und so fort. Ja? Also, wie kriegt man da Dreiergruppen ran? Man kann es unglaublich auszählen auf zwei Arten. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und jetzt Abschlag ab. 2, 3 und 4 und. Ja? Also Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag und ab, ab. Gut. Was genau ist hier die Sache? Zwei Arten. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2, 3. Probiert es gerne mal auf beide Artenweisen aus. Wichtig ist, dass eure Hand durchgeht. Ihr habt jeweils zwei Dreiergruppen. Einmal, zweimal. Und dann kommt Abschlag, Abschlag direkt im Anschluss. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 3 und 4. Oder aber, ihr zählt wirklich in Dreiergruppen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, down, down. Abschlag, Abschlag. Probiert es in aller Ruhe aus. Wichtig ist noch eine ganz coole Sache. Die Akkorde, die klingen nicht aus. Die sind abgedämpft. Ja? Ihr könnt das Abdämpfen aus der Greifhand machen, aus der, in dem Fall, in meinem Fall, aus der linken Hand, indem ihr, guckt mal, achtet mal auf meine Hände der rechten Hand, schon der linken Hand, indem ihr den Druck von den Seiten nehmt und vielleicht so ein bisschen die Finger flach macht, um die Seiten abzudämpfen. Dabei nicht einen Akkord auflösen, sondern ihr lasst die Finger mehr oder minder wie sie sind, ihr macht sie nur flach. Ja? Oder aber ihr dämpft aus der rechten Hand ab, mit dem Handball. Es ist beides möglich, mir persönlich ist die aus der Greifhand-Variante lieber. Beides möglich, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar oder auch ein Like. Das zeigt mir, dass da einfach auch ein Hunger für mehr Videos dieser Art sind. Bis dann. Tschüss.